Also hier gibt es auf jeden Fall einige Höhlen. Ach du Scheiße, was ist denn das? Was sind das denn für Viecher? Moin, Sen, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. Es wird gerade wieder dunkel und das ist gar nicht so gut, denn dann sehen wir unter Wasser nämlich nicht mehr so viel. Ich werde mir jetzt nochmal die Seemotte krallen. Dann untersuchen wir nämlich mit der Seemotte. Da suchen wir erstmal diesen Eingang, dann machen wir nochmal eine Markierungsboje und setzen die dann nämlich vor diesen Eingang, damit wir den immer wiederfinden. Damit wir da vielleicht auch nochmal mit dem U-Boot hier, mit dem Zyklopen hinfahren können und dann da den Krebsanzug ablassen können. Das könnte sinnvoll sein. So insgesamt. Okay, man muss echt aufpassen, wenn man mit der vollen Energie hier fährt, mit dem U-Boot, dann kann es passieren, dass die Engine überhitzt, der Motor, und dass das Ganze dann Feuer fängt. Und ich dachte schon, was könnte das für Auswirkungen haben, mit dem zu schnell fahren? Jetzt wissen wir's. Was sind das schon wieder für Geräusche, ey? Ah, warte mal, mir fällt auch gerade noch ein, ich brauchte doch noch mal Silikongummi auch, ne? Für die Ultragleit-Schwimmflossen. Moment, da müssen wir mal kurz hier aussteigen. Da muss ich mal schnell auf so eine Ranke eindreschen. Hinab. Und hinaus. So. Gib mir hier Schlingpflanzenzeug. So. Und genau, wir brauchen auch noch eine Fischkoralle. Oder zwei, weil ich wollte ja hier an Bord noch ein Dings bauen, einen Fabricator. Dass wir hier auch craften können. Das geht ja. Dann machen wir das jetzt auch mal. So, wir sind angekommen. Moment, Engine ausschalten. Engine powering down. So, genau. Energie sparen und so, ganz wichtig. Und jetzt tauchen wir mal raus. Jetzt will ich mal gucken. Tischkorallenproben. Hier. Direkt hier. Genau. Nein, Inventar voll, das gibt es nicht, ey. Wieso denn jetzt? Was habe ich denn wieder alles dabei, ey? Ach ja, die komischen Teile. Alles klar. Die muss ich natürlich erstmal in Silikongummi umwandeln. Machen wir das doch gleich mal. Hä? Ach so, nee, Moment. Ich brauche, genau, Fasern. Aber habe ich nicht, Moment. Für die guten Flossen habe ich doch Silikongummi gebraucht und keine Fasern. Moment. Dann muss ich jetzt nochmal... Diese komischen Knubbel muss ich dann nochmal holen gleich. Und jetzt aber erstmal die Tischkoralle. Ich bin schon wieder, ich verzettel mich schon wieder total hier. Hier ist die Tischkoralle, die ich schon geerntet habe. Die zweite. Jetzt machen wir mal schnell den Fabricator. Im U-Boot. Dann können wir das nämlich alles unterwegs machen auch. Schnell rein. Ja, da wollten sie mich angreifen, die kleinen Schweinchen. Aber ich bin zum Glück noch rechtzeitig reingekommen. Also. Wir wollten machen, genau, einen Fabricadinsky. Ihr seht, das geht nämlich. Man kann hier alles auch bauen. Die ganze komplette Ausstattung. Und jetzt kann ich hier Sachen craften. Im Zyklopen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich kann hier auch Beete anbauen und kann da dann auch Sachen einpflanzen, glaube ich. Hier, genau. Machen wir das doch mal. Da könnte ich mir ja auch so zwei Bäume oder so reinpflanzen. Und habe dann immer was zu essen und zu trinken dabei. Ist ganz wichtig. Okay, haben wir das auch mal erledigt. Und jetzt wollte ich ja eigentlich ursprünglich diese Einrichtung finden. Ich noch mal schauen, das habe ich jetzt alles dabei. Genau, ja, das passt eigentlich. Das nehmen wir alles mit. Gehen wir mal in die Seemotte. Wechseln wir mal hier das Gefährt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir diese Einrichtung wieder finden können. Schauen wir mal. Also ich meine ja, ich bin vorhin gar nicht so falsch geschwommen. Oder getaucht, wo mich dann dieses Vieh angegriffen hat. Also in der letzten Folge halt. Ich glaube, ich war da ziemlich dicht dran. Entschuldigung, Fisch. Aber es ist natürlich
Entschuldigung, Fisch. So eine Sache, ne? Man weiß es nicht genau. Wie viel Energie hat die Seemotte eigentlich noch? 95, es passt eigentlich. Es geht noch, Ist alles gut. Alles ist gut, alles ist fein. War das nicht sogar hier diesen Tiefsee-Trench folgend irgendwie? Das war doch hier in der Nähe sogar, glaube ich. Das war auf jeden Fall, sah der Boden da so aus wie hier. Das war hier irgendwo. I shit you not. Wenn ich jetzt hier langtauche so ein bisschen. Das war irgendwo hier. Das kommt mir so bekannt vor hier. Diese ganze Ecke. Aber wo genau jetzt ist natürlich die Frage. Wo genau war das jetzt? Und ich muss hier vor allem schon wieder aufpassen. Ich bin schon wieder an der Zerstörungstiefe dran. Aber das Ding war auf jeden Fall auf... Also dieser Eingang, von dem ich jetzt rede, der war auf Seemottenhöhe. Also der war so tief gerade, dass man da mit der Seemotte dran vorbeifahren konnte. Das weiß ich noch. Ohne dass man Schaden gekriegt hat. Trotzdem die Frage, wo ist das? Wo? Was sind das eigentlich da für seltsame Wrackteile? Warte mal. Wir reparieren mal kurz. Und dann scannen wir mal. Ach, ich habe den Scanner noch. Moment. So. Nein! Ich immer wieder arg in die Steuerung reinkomme, mit Escape das Menü verlasse. Wärmekraftwerkfragment. Ah ja, stimmt, das hatten wir schon. Ich erinnere mich. Die große Frage ist jetzt, wo ist dieser Eingang? Oder war das... Wann war denn das? Wo war das? Ja, ja, ist okay. Ja, jetzt wo ich gerade repariert habe. War das hier? Ist es das hier? Nee, das war's nicht, oder? Aber wartet mal, da ist ein Rubin. Den brauchen wir auch zum Craften. Nee, hier war es definitiv nicht. Aber es ist irgendwo hier in der Nähe. Ich glaube, das war irgendwo hier in der Nähe. Irgendwo hier. Es ist nicht weit weg. Glaube ich zumindest. Ich habe natürlich die Signalboje vergessen. Ich muss mir einfach nur merken, in welche Richtung, wenn ich jetzt gleich dann wegfahre von der Location, in welche Richtung ich weggefahren bin. Und dann einfach in die entgegengesetzte Richtung mit dem U-Boot wieder dahin fahren. Ah, fortgeschrittene Navigation nennt sich das nämlich. Hier bin ich doch auf diesen Leviathan gestoßen, glaube ich, auf diesen Ghost Leviathan. Das war hier gewesen. Da hatte ich dann den Gelsack auch gefunden. Oder die Gelsäcke. Und das war irgendwo hier in der Nähe. Da war diese Location. Irgendwo hier. Ich bin dann hier so lang getaucht. Nichts ahnend. Und nichts Böses denkend. Und dann kam das irgendwo, irgendwann. Warning. Ups. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Alles gut, alles gut, alles gut. War das nicht hier? Hä? Was zur Hölle? Das war dieser Teleportations-Heini gerade, oder? Also hier gibt es auf jeden Fall einige Höhlen. Ach du Scheiße, was ist denn das? Was sind das denn für Viecher? Ja, ich weiß. Das sieht ja mal echt gruselig aus. Aber das... Damage to plant life on the seafloor suggests this may be the migration path of a huge bottom-dwelling life form. Aha. Das ist also eine Wanderung, eine Kreaturenwanderung, die hier stattfindet. Okay, aber das ist definitiv nicht die Stelle, die ich suche, weil... Also das wäre mir, glaube ich, aufgefallen, wenn wir hier beim ersten Mal durch wären, so... Hätte ich, glaube ich, da hätte ich mich dran erinnert.
Aber verrückt, wie das hier schon wieder eine ganz andere Stimmung hat, plötzlich. Ich frage mich, ob die Viecher feindselig sind, wenn ich jetzt hier ihren Wanderweg benutze. Shit, okay. Ich bin auf jeden Fall hier zu tief. Ich glaube, so viel lässt sich sagen. Oje, oje. Oje, 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 oje. Aber nee, ich bin hier total falsch jetzt. Also ich bin hier irgendwo falsch abgebogen, fürchte ich. Aber crazy, ey. Hey, warte mal, Moment mal, was ist denn das da? Ist das eine Ressource? Nee. Aber hier gibt's ganz viel Quecksilbererz an den Wänden. Ja, ja. Nee, aber... Ja, alles gut, alles gut. Hm. Ja gut, aber wir haben jetzt die Location, die wir eigentlich finden wollten, die haben wir jetzt gar nicht gefunden, ne? Schon verrückt. Oder war das doch hier bei diesen komischen, fädenartigen Bäumen? Warning. Maximum depth reached. Ja, ja, ja. Hull damage imminent. Hier ist auch nochmal ein Wrack. Soll ich da mal reintauchen? Weiß nicht, ob das so gut ist. Gibt's hier irgendwas Gefährliches? Diese Viecher halt. Aber die machen, glaube ich, nichts. Wie tief kann ich denn noch gehen? Noch 10 Meter. Ich habe schon wieder nur noch 70% Höhenintegrität. Wartet mal. Das muss man eh reparieren gerade. Oh. Hier. So, dann nochmal schnell rein. Und nochmal raus. Und den Seegleiter in die Hand nehmen, damit ich auch was sehe. Hey, wartet mal, hier waren wir noch nicht. Guckt mal. Eine Technologie. Was ist es? Zyklop-Feuerlöschanlage. Das ist, glaube ich... Das ist echt sinnvoll. Basis-Kernreaktor-Fragment. Das ist auch schlau. Das könnte sinnvoll sein. Da gucken wir auch gleich mal, ob wir da vielleicht noch einen finden irgendwo. Also noch ein Segment. So, schnell mal Luft holen. Ah, da gibt es doch bestimmt noch ein Segment irgendwo. Krebsanzug, Torpedoarmfragment. Das ist auch sinnvoll, glaube ich. Jawohl. Noch ein bisschen Quarz mitnehmen. Hier ist noch der zweite. Komm schon. Scan, 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 scan. Jawohl. Nochmal schnell Luft holen. In der Seemotte. Oh, ich muss ja echt jetzt gleich trinken. Das ist ja voll akut schon. Ich werde jetzt nochmal einen Blick hier reinwerfen, ganz schnell. Ganz schnell, ob ich hier noch irgendwas sehe. Nee. Ich glaube, da kommt man noch nicht rein. Ich sehe zumindest keinen Eingang. Nee, da kommt man nicht rein. Okay, alles klar. Da haben wir jetzt, glaube ich, die Fragmente gescannt, die wichtig sind. Und wir haben jetzt einen Torpedoarm für den Krebsanzug. Naja, ich tauche ja schon auf. Ich tauche ja schon auf. Ich tauche ja schon auf. So, jetzt will ich nochmal kurz meine erste Base markieren. Oh Gott, hier. Wo ist jetzt die Base? Wo ist sie? Da. Da fahren wir jetzt mal schnell hin. Und dann muss ich mal schnell essen und trinken. Gott, wie schnell das dann immer geht mit dem Essen und mit der Nahrung. Deswegen mache ich das ja eigentlich am liebsten auch mit dem Zyklopen dann, weil der hat ja dann auch dieses Beet, wo man dann auch essen und trinken kann. Aber das ist natürlich auch anfälliger, das Fahrzeug. Aber die Feuerlöschanlage sollte ich echt installieren. Ich gucke jetzt mal nach, was ich dafür brauche. Zyklop-Feuerlöschanlage. Erweiterter Kabelsatz, Quecksilber und kristalliner Schwefel. Wo soll ich denn nun wieder kristallinen Schwefel herkriegen? Schwefel. Kristalliner Schwefel. Wer kennt ihn nicht? Das Ding muss man auch erstmal finden. Ohne Scheiß, ich wette, es gibt noch irgendwo eine Gegend, wo man noch viel tiefer tauchen kann und wo es noch viel krassere Ressourcen gibt.
So quasi die tiefe Tiefsee, die ultra-tiefe Tiefsee. Wir sind quasi gar noch nicht wirklich in der richtigen Tiefsee gewesen. Warte mal, was ist denn das da? Was ist das? Basis-Bioreaktor-Fragment. Ah ja, das haben wir schon. Stimmt, den Bioreaktor haben wir schon gefunden, glaube ich. Welcome aboard, Captain. Meine ich jetzt. Denke ich. Und hier ist wieder ein Wrack, oder? Waren wir hier schon? Ich glaube schon, oder? Wir waren hier schon mal. Na, Moment mal, da sind Fragmentteile. Was sind das für Fragmente hier? Bioreaktor, den haben wir aber schon. Der lohnt sich nicht. Rein da! Zurück zur Base, schnell, ich muss trinken. Oh Gott, das wird ja voll knapp. Bin ja schon richtig hart am Verdursten hier. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Objekt? Aber das ist ja mein... Das ist ja mein Zyklop. Meine Güte. Ich hätte beinahe mein eigenes U-Boot nicht erkannt. So, jetzt schnell essen und trinken. Wie viel Platz habe ich im Inventar? Muss ausreichen jetzt. Schnell trinken, schnell trinken. Ah ja, genau, da kann ich auch gleich mal so einen Knollenbaum hier mitnehmen. Für meinen Zyklopen, das einzupflanzen, ne? Könnte sinnvoll sein. Sollte vielleicht auch im Zyklopen... sollte ich vielleicht auch mal einen Schrank aufbauen. Könnte auch sinnvoll sein. Hallo? Ich möchte bitte hier die Knolle. Hallo? Jetzt. So, Moment. Jetzt machen wir das erstmal. Wir pflanzen erstmal die zwei Knollen ein. Damit ich es nicht vergesse. Nicht, dass ich am Ende keine Knollen mehr habe zum Einpflanzen, weil ich sie alle gefressen habe. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard. All systems online. Das ist doch schön. So, dann packen wir das mal hier rein. Zwei davon. Und zwei von dem anderen. Und ja, ich weiß, es gibt da irgendwo noch diese ganz krasse Frucht, die ich noch nicht gefunden habe. Oder an der ich irgendwie vorbeigegangen bin. Die werde ich irgendwann noch bekommen. Am Ende des Let's Plays irgendwann bekomme ich die bestimmt. So. Schön essen. Essen, essen, essen. So. Also ich sag's mal so, wenn ich diesen komischen Eingang da auch nicht schnell finden sollte, demnächst, dann werde ich einfach mal nachgucken, wo der so ist, wo man den finden kann. Diesen Eingang, den ich da gerade suche. Ah ja, genau, Moment, wir wollten ja auch noch eine Signalboje machen. Ah, da, da. Alles wieder vergessen. Ich will jetzt erstmal pflanzen. Erstmal die Pflanzen pflanzen, dann mache ich die Signalboje. Wunderschön. Was brauche ich für eine Signalboje? Für eine Signalboje brauche ich genau Kupfererz und Titan. Kupfer haben wir doch bestimmt hier. Irgendwo in einem von den Schränken haben wir doch bestimmt Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Hey, warte mal, hier sind ja noch Nährstoffblöcke und alles Mögliche. Ja gut. Egal. Ich brauche Kupfer. Ist nur die Frage, woher nehmen und nicht stehlen. Es gibt doch hier bestimmt noch irgendwo einen Ressourcenknubbel, den ich noch nicht abgefarmt habe. Was? Oh Gott, ah, ich werde von den Kombifischen verfolgt. Ja gut, müssen wir jetzt mal schnell einen Knubbel finden. Ah, wisst ihr was, wenn wir jetzt eh mit dem Zyklopen unterwegs sind, dann glaube ich mal, ist das eher sinnlos, weil ich habe ja einen Fabricator an Bord. Ich schaue jetzt aber erstmal mit der Energieversorgung hier. Wie war das, wenn ich hier ein Upgrade-Modul, Maschineneffizienzmodul, verwertet Abwärme, um die Maschineneffizienz zu erhöhen? Computerchip Polyanilin. Wie ich dieses Polyanilin mache, ist mir auch noch ein totales Rätsel. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Feuerlöschanlage können wir nicht machen. Zu
Globtäuschkörperschacht-Erweiterung, erhöht die Kapazität des Täuschkörperschachtes. Also was wir dringend brauchen, ist das Maschineneffizienzmodul und wir brauchen die Feuerlöschanlage. Da müssen wir jetzt mal demnächst dran arbeiten, dass wir die mal irgendwie bekommen. Jetzt gucke ich nochmal hier, kann ich schon Energiezellen auffüllen? Die Energiezelle hier ist bei 0, die wechseln wir schon mal aus, würde ich sagen. So. Die zweite hier hat 18%. Dann fahren wir mal los. Jetzt ist schon wieder Nacht, genau. Ich fahre immer dann los, wenn es Nacht ist, kann das sein? Ist auch irgendwie so schwachsinnig. Warum tue ich das denn? Warum mache ich das? Ich sollte losfahren, wenn es Tag ist. Das macht viel mehr Sinn. So, wir sind jetzt, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hier abgetaucht. Dann sind wir rechts rum und haben diese komischen dreiläufigen, dreibeinigen, wandernden Viecher gesehen am Meeresgrund. Wir müssten uns jetzt eigentlich eher so ein bisschen links halten. Auf die linke Seite hier so ein bisschen gehen. Ich sehe natürlich wieder gar nichts da unten, weil es einfach so dunkel ist. Jetzt sehe ich wieder ein bisschen mehr aus irgendeinem Grund. Hier müssten wir eigentlich mal lang tauchen. Ups. Ah, wir sind hier. Okay, hier sind wir. Alles klar. Hier jetzt links halten. Und nicht nach rechts abdriften. Dann sollten wir ein paar Gegenden... Oh, was sind das? Ach, das ist meine Base. Ich bin einmal im Kreis gefahren. Sehr gut. Ja, hier jetzt links halten. Ne? So, so viel zu dem Thema. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann man noch verpeilter sein? Ja, wartet mal, hier ist auch wieder schon das Shallows. Moment, wir sind zu weit links. Ich muss hier rüber und dann abtauchen. Ja, genau. Genau, genau, genau. Das lernen wir alles noch mit der Navigation. Wobei ich eigentlich schon stolz auf mich bin, dass es... Ups. Dass ich nicht noch mehr Bockmist mache als ohnehin schon. Kann ich jetzt abtauchen? Hier ist ein Tiefseegraben oder sowas. Hier müssen wir runter. Da unten sehe ich, glaube ich, auch schon irgendwas. Also, nee, das ist... Okay. Das ist das Grassy Shallow hier. Also, dieses Grassy Plateau. Grassy Plateau heißt es, genau. Hier will ich gar nicht hin. Ich will wieder zu dieser Stelle, wo wir gerade waren, mit der Seemotte. Wie bin ich denn da noch wieder hingekommen? Ah, Mann! Oh, Manno! Okay, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt auch erstmal wieder diese Folge zu Ende, bevor ich mich jetzt hier total verfranse. Ich werde, glaube ich, jetzt nochmal eine Nacht drüber schlafen, was ich hier tue. Und dann in alter Frische werde ich eine neue Session anfangen und dann mal gucken, ob ich diesen Eingang dann finde. Vielleicht habe ich dann auch nachgeguckt. Mal schauen. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.